Zurück in der Serie Rollercoaster Times. Ich hab schon meine Location gefunden, ne? Ich gehe zur Brücke, Leute. Stopp. Ich hab nämlich... Leute, wisst ihr, wir haben vorher auch schon mal Schere Papier gespielt, ob wer die Brücke bekommt. Entweder Lars oder Roman. Aber Lars nicht so gut in Schere Papier. Ja, guck mal den Chat an bei uns. Guck mal, was der alles drinsteht. Wirklich, Roman dominiert hier alles. Stein, Papier, Schein. Okay. Ich hab letztens mit Schein gefunden. Das war mega cool. Wobei ich Stein schreiben wollte. Okay, dann ich würde sagen, ich baue direkt los. Ja, also ich kann mir so sagen, was habt ihr so vor heute? Ja, wollte ich gerade fragen. Ihr kennt ja doch, ich habe ja mal damals die lockeren... Boah, Roman ist gerade Roboter. Ich bin Internet. Bin ich immer noch Roboter? Ja, bist du. Oh, das ist nicht so. Ja, dann erzählt ihr, was ich letztes Mal gemacht habe. Ja, Leute, das ist der beste Internet, wer es nicht kennt, so ungefähr ist das. Alter. What the fuck? Lass mal bitte kappen. Was ist da los? Alter, Junge. Hey, was soll das heißen? Mein Paketverlust so hoch. warte, ich muss ein bisschen streicheln. Okay, Leute, Robert's Paketverlust hat sich jetzt hoffentlich stabilisiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der Internetanbieter ist heute nicht so cool zu mir, Alter. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, wisst ihr? Weil das ist heute den ganzen Tag so. Irgendwie hat immer nur Flo die Probleme bei uns mit dem Internet. Und heute bin ich halt eben dran, weißt du? Irgendwann erwischt das halt auch mal. Wo gibt's? Ja, das ist halt das Schlimme, das ich mir Weltweit bezüglich Internet. Dem, was wir sozusagen bauen wollen. Ich habe so vor, so eine komplette Stadttour zu machen. So eine, kennst du das bei manchen Großstädten, dass du so eine Bahn hast, die von ganz außen rumgeht? Das Bahn wollte ich das letzte Mal auch schon machen. Du klaust meine Ideen. Cool. Ich möchte was bauen, was ich noch nie so richtig so gemacht habe. Weil ihr wisst ja, ich habe ja letztens Innovatives. Ja, nee, aber wisst ihr noch, ich habe ja damals immer so die lockeren Sachen gemacht. So den lockeren Twister. Den lockeren Dreher. Ja, der lockere Dreher, tut mir leid. Genau. Roman kennt seine eigenen Sachen nicht mehr. Ja, also das war halt eben der lockere Dreher und so. Und jetzt möchte ich mal halt eben mich auch mal in andere Dinge trauen. Ja, irgendwie so ein bisschen so stärkere Dinge. Ja. Echt, das erlaubst du dir? Nee. Weil seitdem ich Trock N gefahren bin, hat es mich gepackt. Ja, das Trock N, da hast du dich echt, selbst übertroffen. Der war too trocken for your life. Der war richtig trocken, der war so trocken, dass ich da auch super Bock bekommen habe, so eine Bahn zu bauen. Ja, ich mache hier auch den die Kotzbahn des Jahrtausends, ja, wenn man das überlebt. Kotzbahn, so würde ich jeder deiner Bahnen betiteln. Alter, das war richtig gemein, Flo. Man muss hier wirklich ein bisschen Konkurrenz hier machen, ne? Also das ist im Club. Verdammt. Und da tanzt man halt eben gern und dann läuft halt eben meistens immer Musik und dann dancet man da so richtig ab im Club und dann auf einmal geht das Licht, Musik, alles geht aus und dann denken wir uns so alle, hä? What the fish? Was geht da ab? Was passiert da? Und dann hat sich herausgestellt, dass während wir getanzt haben und so oben an der Oberfläche irgendjemand mit seinem Peugeot gegen den Stromkasten gefahren ist. Und dann ist bei uns einfach alles leer gegangen. Also, was heißt leer gegangen, ne? Ausgegangen. Und das Das passiert ja hin und wieder mal. Kann das ja mal passieren. Kann man sich mal gönnen, würde ich mal so betiteln, ne? Ich sehe ja von irgendwo die Bahn. Von wir wissen, dass die Bahn. Weiß ich Palia nicht. Parliamentary Road. Hey, warte. Nee, das bin ich nicht. Oh Gott. Ist es deine Brücke, Ron? Wenn es eine große Brücke ist, die etwas schwarz ist. Dann sehe ich gerade deine Bahn. Ja, das ist am Anfang, also du musst wissen, sie hat auch so eine Art lockeren Twister drin, nur ich glaub, nicht so locker. Ich glaube, alles einen lockeren Twister. Ja, die ist ein Huhn, das hat ein Ei gelegt auf dem Zebrastreifen. Also wirklich Führerschein durchgefallen. Oh yeah, warte mal. Oh ja, das ist... Oh ja! Was geht mit dir? Doch, das ist gut. Oh ja, so eine Bahn habe ich noch. Oh, genau so wollte ich das haben. Lol, jemand was hat machst bei mir, du schon wieder? Jemand hat bei mir hier reingebaut. What the fuck? Jemand hat bei mir ein Ei gelegt auf meiner Straße. Ach ja. Lol, Flo, ich sehe dich. Guck mal nach oben. Hallo. Lars macht dann schon so einen richtigen Air-Twister. Lars, bei dir ist aber noch so ein bisschen zackenmäßig etwas drin. Das musst du ja, das fixen. Kommt, das wird gleich noch richtig smooth. Bro, wo geht das hier hin? Was ist aber das? Irgendwie ist es so. Mini Fitzer Reserved?
Ich glaube, ich habe eine Parkgarage gefunden. Du hast eine Parkgarage gefunden. Ich und der Mod sind noch nicht so wirklich Freunde. Ich mache Slalom um Bäume herum. Aber was machst du? Ich habe das Gefühl, meine Bahn ist so schnell, man bemerkt gar nicht, wo man langfährt. Aber so eine Bahn wollte ich schon... Das kann ja mal sein, ne, Roman? So eine Bahn wollte ich aber schon immer mal bauen, das war schon so... Roman, okay, also willst du einfach meine Bahn toppen? Ja, ich möchte, um ehrlich zu sein, den Trock-N toppen. Ja, Leute, Trock-N ist untrockbar. Der ist untrockbar. Der ist Top-N. Der ist Top-N, Alter. Ja, ja Flo, weißt du, das N steht übrigens für No, das, also für Nein. Das heißt Top-Nan. Nan, Top-Nan. Flo, du bist einfach... Ich werde schon schlagen. Es ist schon fast so top wie Top-Kek. Top-Kek. Weil wisst ihr Leute, ja, wirklich, ich schreibe immer so, hey Roman, ja, da und der ist der, da ist der Termin, wie findest du das? Und Roman schreibt einfach Top-Kek. Top-Kek. Weißt du, es gibt ja so Leute, die schreiben LOL, die anderen schreiben ja, cool, aber ich schreibe Top-Kek. Ja, Top-Kek ist einfach die... Roman, du musst wenigstens erklären, wie der Insider, beziehungsweise der... die Redewendung zustande gekommen ist, damit Leute sich auskennen. Top-Kek ist so eine Sache, ja, das ist so... Das ist eigentlich ist Kek... Top-Kek ist so ein... Okay, erklär's. Leute schreiben ja LOL. Verdammt. Ja, LOL. Aber dann gibt's noch Leute, die cooler sind, die schreiben LEL, ja? Genau. Das war ich. Und dann gibt's aber Leute, die drücken auf der Tastatur den falschen Buchstaben und dann schreiben dann Kek. Ja? Dann gibt's solche richtige Romans, die nicht wissen, how to Tastatur, und die schreiben dann statt L K. K. Und dann packt man vor das Kek ein Top und dann hat man Top Kek. Habt ihr es alle verstanden, Leute? Alles klar, gut. Ja, also Roman, pass auf, ich werde wahrscheinlich demnächst immer unter jedem Kommentar sehen, hey Carfro, cooles Video. Top-Kek. Flo, der Top-Kommentar. Roman, ich glaube, du hast gerade eine neue Gurke erschaffen. Stimmt, wir haben die neue Gurke erschaffen. Wir haben Top-Kek erschaffen. Nur übrigens, der Insider ist diesmal nicht von uns. Ich dreh durch, ich komme mit dem Mod nicht zurecht. Keine Ahnung, Reddit oder... Ja, und das wird dann per Twitch übertragen, im Twitch-Chat, ja. Und dann irgendwann... Wirklich, es ist auch so witzig. Wir bauen eine Achterbahn und wie kommen wir jetzt auf sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist jedenfalls, wie stehst du bei der Bahn an? Also, ich bin so gut wie fertig, glaube ich. Sogar. Ich eigentlich auch. Lars, wie ist mit dir? Lars scheint auch schon fertig zu sein. Lars scheint eine Top-Kick-Bahn gebaut zu haben. Oh ja, meine ist richtig Top-Kick. Ich mach alles voll... ich mach hier nicht mehr mit. Ich hab immer noch nicht verstanden. Ich mach das nächste Mal nicht mehr mit. Top-Kick. Der Lars Top-Kick. Top-Kick, Lars Top-Kick. Top-Kick. Was ist, wenn bei mir eine Schiene mittendrin kaputt geht? Musst du die Folge auf die nächste verwenden. Okay, dann lass ich's. Egal. Oh oh. Bis wie viele Blöcke geht denn die hoch? Oh oh. Hä, ich glaube, ich komme hier gerade selbst in die Quere mit der Bahn. Okay, Leute, da sind wir angekommen. Ja, wir sind endlich fertig mit Bauen. Alle haben jetzt ihre Bahn. Auch ich. Lars, du wolltest als erster zeigen, ja, ich würde sagen, genau, nach dem Alphabet. Ich habe mir noch etwas zugebaut am Anfang, das kann ich euch gleich zeigen. Und ich würde sagen, nach dem Alphabet. Und dann fang ich an am besten, ja. Alles klar, okay. Und ich habe das Ende von meiner Bahn mit dem Anfang so verknüpft, so richtig stylhaft. Aber ich würde sagen, TP, Lars oder so. Auf geht's. Soll ich erstmal Demonstration? Ich bin da. Ja, Lars, also. Die Frage ist das staatlich genehmigt und safe? Ja, klar. TÜV geprüft. Das ist TÜV. Wo ist das Gütesiegel? Das ist da drauf. Siehst du das da? Guck mal hier, das kann man sogar umklappen. Ganz klein. Easy peasy. Das ist alles klar, das ist alles safe. Okay, Lars, willst du als erstes fahren? Ja, ich würde sagen, Wollen wir fahren oder soll ich erstmal Demonstration? Du läufst die Bahn mal ab. Okay. Also, Ich will fahren. Ja, okay, nach dem Alphabet, ich gefahren. Auf geht's. Nach dem Alphabet, okay, alles klar. Ich möchte nach Lars. Tschüss. Tschüss. Pass mal auf. Ich bin direkt hinter dir.
Pass auf. Alter, okay, okay. Das geht ja übel. Warte. Es wird noch besser. Wow. Ganz chillig. Oh, da geht's runter. Keine Power Trails. Oh Mann. Keine einzige Power Rail. Du hast keine schräg, Power Trails? Alter. Lol, über Kopf oder oha. Was? Oha. Das ist der Dreum. Oh, und dann noch mal nach oben. Das sieht mega cool aus. Gerade in der Luft. Das Alter, sieht... Alter, mein Po hängt in der Luft. Das sieht übel witzig aus. Das Alter, ist, das geht's ist hier noch mal rum. Es war's doch nicht. Alter. Und jetzt legt er noch mal einen Bogen drauf. Oh! Easy! Das ist cool. Ich hab mir gedacht, die heißt. Also, ich fand das cool. Up and down. Oben heißt oben. Down. Oben heißt also unten. Und okay, ich zeig meine als zweites. Guck mal, das sind meine Hühner. Ich möchte meine als zweites zeigen. Okay, Roman. Hier. Ja, das ist meine Brücke. Also, ach, ja, genau. Ich hab dich schon gesehen bei der Brücke. Genau. Wo ist denn da? Ich hab hier eine werte Brücke gebaut. Aha. Das brennt. Da aber ein bisschen. Das ist alles TÜV und gut geprüft. Also das ist bestimmt... Es ist geheim, noch nicht reingucken, noch nicht reingucken. Okay, reingucken, ich guck nicht reingucken. Flo, hör auf. Ist geheim. Okay, so. Jetzt komm. Jetzt guck mal hier. Und okay. Wer will als erstes fahren? Das ist nicht 100% safe! Doch, 100% oh, safe, okay. Oh, Alter, oh, was geht da so? Oh, Lars, fahr los! Ich hab's gerade nicht gecheckt, ey. Ich war so, oh, yeah! Zack, zack. Okay. Alter, der Typ, der das ausgedacht hat, der muss komplett krank im Kopf sein. Das hat so leichte Ups und leichte Downs, ja, und am Ende ist nochmal der Diggory-Doo kommt nochmal am Ende, Leute. Mir ist schlecht, aber ich bin übel. Mir ist so schlecht. Was kommt jetzt? Wann hört das endlich auf, ey? Der Diggory-Doo kommt am Ende, Leute. Guck, oh, sau cool. Und dann sind da überall Kürbisse, die erschrecken. Boah, Alter, einen, Roman, warte. Das ist eine richtig geile Idee gewesen, wirklich. Ich sag dir, was ich von der Map halte. Richtig nice. Die war doch gar nicht so. Die Strecke war. Ja, genau das. Und. Ich hab den Coaster ausgebrochen. Ist ein bisschen. Ich hab doch gesagt, dass ich super schnell machen möchte. Das war warte auf alles. Mich, Chaos Flo 44. Ja, meine Bahn heißt Topkick. Genau. Also, bis jetzt haben wir Up and Down und Topkick. Topkick und Up and Down. Okay, und jetzt kommt die beste Bahn der Welt, Leute. Ja, jetzt kommt die Hauptstraße. Bahn. Die Hauptstraße. Ist ein einzigartiges Phänomen. Ich bin gespannt, Flo. Ich bin echt gespannt, weil, Flo, deine Bahnen sind wirklich immer sehr, sehr, sehr toll. Ja, also hier erstmal Start. Das T ging sich leider nicht aus. Da ist unten. Star. Okay, alles und guck mal, wartet auf mich, wo. Ah, der Start, der hat sogar einen Start. Wie bei jeder Bahn, du musst dich anstellen, Roman, ja? Hier ist so eine Art Dings, wo sich Menschen, die kein Geld haben, durchquetschen können. hier muss man sich erstmal anstellen. Ich mach Hürdenlauf. Ja, hier ist gerade nichts los, weil hier ist gerade Samstag, aber... Straße 44, 102% safe. Ja, das ist wahrlich 102% safe. Okay. 102. Okay, ich will mal sagen, warte. Hey, auf die ist ja nicht mal tiefst. Okay, so, ja, safe. Auf geht's! Ich würde sagen, Flo, deine Raids sind alle fast aus. Ist das normal? Nein, das ist nur die aus. Achso, okay, gut. Dann fahren du wir mal hier raus, Roman. Die Hauptstraße. Hauptstraße ist eine kleine Tour durch die ganze Welt. Hier fährt man ja sogar durch den Garten durch. Oh, das ist ja, so sau schön aus. Flo, du bist vor mir. Oh, bis die ganzen Hühner hier ist ein bisschen. Warte, gleich fahren wir an meiner Strecke vorbei. Abkürzer. Das ist sau cool, Mann, mit einem Schleichweg. Und hier am Ende.